Moment mal, was stand da? Vegane Hunde? Gibt's ja wohl nicht. Hey! Ja, super! Aber doch nicht so! So sieht Hundefutter aus. Okay, Boomer. Ja, tut es tatsächlich. Nur die Hunde finden es auf Dauer doof und wir auch. Also, Rationen selber kochen. Es gibt zwar schon so einen geilen Scheiß wie veganes Fertigfutter auf dem Markt, aber das ist noch ein Schritt zu wenig. Denn Hunde wollen, genau wie der Mensch, geschmacklich interessante und variierende Kost. Das macht ihn psychisch und körperlich gesund. Ab und zu ist Fertigfutter sicherlich super, aber wer will schon tagtäglich dasselbe vorgesetzt bekommen? In unserer Hundetagesstätte betreuten wir etliche Hunde, die zu Hause tagtäglich dasselbe bekommen haben. Sie aßen es jedoch nur mit Widerwillen und ohne jegliche Begeisterung. Ihren Haltern war nicht bewusst, dass es an der fehlenden Abwechslung lag. Als wir ihren Hunden daher selbst gekochtes, veganes Futter anboten, stürzten sie sich voller Begeisterung darauf und fragten jedes Mal danach. Der Geschmack ist jedoch nur ein Aspekt von ganzheitlicher Gesundheit und Vitalität. Ein weiterer Punkt sind die gesundheitlichen Vorteile der veganen Ernährung beim Hund, wie zum Beispiel bei Krebs, Infektionen, Schilddrüsenunterfunktion, Zustand des Fells, Kontrolle von Allergien und Gewicht, Arthritis, Diabetes Typ 1, grauer Star, Herz-, Leber- und Nierenerkrankungen sowie vieles mehr. Dies alles erzeugte in uns die starke Motivation, ein Buch zu schreiben. Vegan im Hundepelz ist ein Ratgeber- und Rezeptebuch für die vegane Hundeernährung, welches sowohl für Neulinge hilfreiche Informationen bietet, als auch Profis basierend auf den neuesten Erkenntnissen von Experten und den Erfahrungen von versierten Hundehaltern über die pflanzliche Fütterung informiert. Du erhältst variationsreiche Rezepte, bekommst Tipps für die Umstellung und wertvolles Wissen zur Erhaltung der Gesundheit deines Schnuffelkumpels. Die Rezepte sind super einfach und du kannst sie auf Vorrat zubereiten. Sie sind gluten- und getreidefrei. Und keine Angst, falls sich dein Hund noch nicht an Gemüse rantraut. Als wir unseren Sugi aus dem Tierschutz das erste Mal ein Stück Gemüse angeboten haben, ist er davor geflüchtet und hat sich versteckt. Mittlerweile schlingt er es, als gäbe es kein Morgen. Okay, selbstgekocht ist also auch kein Ding. Ja, okay. Aber gerne auch so servieren. Okay, Boomer. Wir machen das Crowdfunding, um die Druckkosten und das Design zu finanzieren. Wenn du das Projekt gut findest, teile es gerne mit deinen Freunden und bestelle ein Buch. Die ersten Seiten des Buches kannst du kostenlos lesen, indem du einfach auf unsere Startnext-Page gehst. Dort ist die Buchvorschau verlinkt.